Ich denke noch nach und es tut weh, ich gebe es zu. Dieses Ding da. Ist da eigentlich schon Saft drauf? Weil da hinten fliegt ja nicht so durch die Gegend. Ich werde mal wieder dahin zurück. Der eine Schalter ist ja verschwunden. Da kann ich nicht rein, weil da ist Glas. Uff. Ich habe nur diesen einen einzigen Schalter. Mit viel anderen Fantasie komme ich da hinten nicht rüber. Das Ding fährt zu langsam hin und her. Oder muss ich yay, hüpf? Oh, okay. Während das Ding losfährt, den Knopf drücken und dann rennen und dann hier reinhüpfen vielleicht. Oh, Kacke. Da bin ich gegen die Decke gekommen. Okay, nein. Das war so nicht gedacht. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjektmonatien. Geht das Portal eigentlich wieder weg, wenn ich es da oben hinter der Wand platziere? Dann habe ich ja eigentlich beliebig viel Zeit, da durch das Portal durchzugehen. Warum mache ich mir diese ganze Mühe? Nehmen wir einfach so. Und dann gehe ich einfach durch das Portal durch. Ich meine, warum bin ich so dumm? Warum? Das habe ich doch... Ach Gott, ich verstehe mich selber nicht mal. Hüpf. Easy peasy. Überhaupt gar nichts Kompliziertes und ich... Ah, siehst du? So was meine ich. Solche komischen Denkfehler und dann stelle ich mir selbst ein Bein damit. Ah! Ja, ich werde das intellektuell hier schon überfordert. Das ist, ja. Gott, das ist ja peinlich. Das habe ich auch noch aufgenommen und kommentiert. Tja, Testkammer 12 von 19. Ich kann Portale machen, ganz viele. Machen zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Raum. Mist. Verfehlt. Und alle hopp. Ui. Okay. Und alle hopp. Wunderschön. Ich finde es gut, dass es hier keinen Fallschaden gibt, weil da wäre ich nämlich ganz schön arm dran. Wow. Ja, gut, kein Kommentar. Das Kommentar von der Glas ist ja auch abgeschmiert. Es ist echt vertrauenserweckend. Alter, was ist hier los? Warum ist die so kaputt und was tue ich eigentlich hier? Warum renne ich hier mit der Portalkanone eigentlich überhaupt durch die Gegend? Ich meine, so überhaupt habe ich überhaupt keinen Plan, was eigentlich läuft. Was tue ich hier? Und warum tue ich das? Darf ich nicht wirklich frei? Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Okay. Also, da haben wir Strom. Und da haben wir Strom. Also machen wir erstmal das. So. Fupp. Fupp. So, damit macht das Ding jetzt das da an. Dann kann ich mir jetzt schon mal den Würfel holen. Diesen Würfel, den muss ich nach da hinten kriegen. Also so und so. Wahrscheinlich, dann kann ich den Würfel. Huch. Bleibst du wohl da? Da platzieren. So. Was hat der jetzt angemacht? Türentriegelung 1 und Türentriegelung 2 mit nur einem Würfel? Wie soll das funktionieren? Ich
da oben eigentlich? Ach so. Stimmt, den Würfel brauche ich ja nicht mehr. Also habe ich ja eigentlich schon zwei Würfel. Gut, das macht doch Sinn. Das heißt, den muss ich jetzt nur noch mit da kriegen. Dann habe ich die zweite Tür in Riegelung. Perfekt. Easy. Easy, easy. So ist das richtig. So, und dann gar nicht. Dann muss ich da wieder drauf. Und dann da wahrscheinlich rüberhüpfen. So, hier und ditch. Oder ich mache mir einfach da ein Portal. Und ich mache mir einfach hier ein Portal und falle einfach auf diesen Vorsprung drauf. Und fertig ist die Sache. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Tust du eh. Nach dem Test wird man Sie vermissen. Warum wird man mich nach den Tests vermissen? Also es ist echt ungemütlich, von einer Roboterstimme durch irgendwelche Testkammer gejagt zu werden, bei der man einfach nicht weiß, ob die noch alle Tasten im Schrank hat oder nicht. Warum wird man mich vermissen? Und warum ist diese Maschine so kaputt? Ich meine, die hat doch merkwürdige Ausfälle und das ist... Hilfe! 14 von 19. Ich bin ja mal gespannt, was bei der 19 kommt. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Okay, dann sagen wir den... Vorschriften verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay, da ist ein Würfel, den hole ich mir jetzt einfach mal. Und hüpf. So, jetzt habe ich diesen Würfel. Kann ich mir diesen Würfel machen? Den kann ich vielleicht da hinten irgendwo hinstellen. Da ist schon ein komischer Superknopf. Sieht doch eigentlich schon auf. Aber ich muss da oben raus, okay. Okay, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier jetzt drüben? Noch mehr Räume. Hui. Da muss ich wohl jetzt einfach mal ein bisschen pokern, ha? Falls nicht, macht das Ding jetzt da Ping-Pong zwischen den Wänden. Kann ich es ja einfach abgreifen. Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Oh, okay. War doch der richtige, das richtige Timing. Schön, schön. Siegeslift. Bist du der Siegeslift? So, Siegesmodellie. Melodie. So. So. Okay. Weiter geht's. Aperture Laboratories immer noch. So. Ladedaten. Ich will jetzt endlich wissen, was in Testkammer 19 ist. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen? Okay, okay. Ich habe da oben diese Grills. Die kann ich nicht durchschießen. Ich habe da das da. Oh, okay. Cool. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Wie soll das gehen? Das Ding macht da immer Ping-Pong. Muss ich natürlich ganz klar da abgreifen. Wie soll ich das da reinkriegen? Weil ich da durchlaufe, ist mein Portal doch auch weg.
Ups. Das Ding kann nur beliebig oft Ping-Pong machen. I'm genius. Jo. Ich hab's hingekriegt. Ich bin stolz auf mich. Yeah. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Natürlich eine Kamera. Hatte ich die schon wichtig? Okay, ich muss mit ein bisschen Anlauf wohl darüber. Oh, falsche Taste. Da komme ich nicht weit genug mit. Okay. Ich habe jetzt da oben orange. Das heißt, ich mache jetzt hier blau. Da mache ich auch blau und dann komme ich hier rüber. Perfekt. Okay. Okay. Pointe darauf, wenn das da reinfliegt. Flup, flup. Ist das hilft nicht. Kommt das Ding ja wieder 1:1 zurück. Hä? Random. Zum Geier soll ich das da reinkriegen. Weil das Ding nur eine begrenzte Laufzeit hat. Oh, ich hab's. Dann komm mal wieder her, Kugel. Jetzt muss ich nur noch irgendwie darüber kommen. Oh, klar. Ja, so,
Jo, ich hab's hingekriegt, mal wieder. Nein! Oh, wow, wow, wow. Das ist natürlich ein Wettrennen mit der Zeit. Das ist natürlich ein bisschen miserabel. Das auch. So, okay, das ist ein Fahrstuhl, den muss ich. Da ist Schalt, da sind Schalter da oben. Das Ding macht hüpf. Fährt er hin und her. Das hier fährt mich nach oben. Oh, da kann ich hier rein. Hier gibt es einen Knopf, aber da steht jetzt eine 2 dran. Oh, ich habe eine Begrenzung, bis ich beide Dinge anhaben muss. Okay. Wissen Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Capital Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Ganz recht. Ich darf meine Organe spenden, cool, aber ich will irgendwie nicht sterben am Ende von diesem ganzen Gedöns hier. Ich habe das nie unterschrieben, ich erinnere mich zumindest nicht mehr dran. Ah, toll. Das ist natürlich schlecht. Ich meine, wer stirbt schon gerne? Ich nicht. Ich ganz und gar nicht. Nein, 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 nein. Da habe ich ein Problem mit. Ganz schön großes sogar. Okay. Lade Daten. Welche Testkammer ist das jetzt? Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Was? Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Die Torrens. Nicht. Gut, die Sprüche kenne ich alle noch. Oh. Oh oh. Hey. Die bessere Idee. So. Okay. Turrets ausschalten kann ich. Help. Ah. Interessiert mich jetzt, was hier ist. Was haben wir denn hier? Treated friend in science. The cake is a lie, the cake is a lie, the cake is a lie, the cake is a lie. Was für ein Kuchen, tasty. Das sind Energiedinger. Hello, can I help you? Das sind die Schildgeschütze, das ist eine Hand. Oh, so langsam wird es echt gruselig. Wo bin ich hier? Milk. Steht wieder Help auf dem Boden?
Braten. Okay, wir benutzen einen Computer, um uns was zu braten. Ein Eimer, wahrscheinlich zum Reinpinkeln oder sowas. Ich würde sagen, hier hat jemand etwas längere Zeit gelebt. Beans hat Bohnen gegessen und Milch getrunken. Fuck. Ach so, ist ja viel einfacher als ich dachte. Und tschüss. Scheiben scheint stabil zu sein. Hm. Okay, nehmen wir mal diesen Würfel. Autsch, 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 autsch. Ist aber nett. Okay. Ich glaube, hier lebt einfach niemand mehr. Wow, 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 wow. Das kann ich echt sagen. Nein. Noch jemand da? Schnäppchen? Gut, damit hätten wir das Problem gelöst. Weil du ein Geschütz bist, was mich umbringen will, deswegen. So langsam wird es echt interessant mit den merkwürdigen Leuten, die da irgendwo gewohnt haben. Echt scheiße. Zu langsam. Okay. Kein Würfel. So. Ah, das ist natürlich kritisch. Der Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann und ich. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Okay. Also landen jetzt diese ganzen Geschütze in der Hölle oder weil sie keinen Widerstand dagegen geleistet haben, mich umzubringen, landen sie nicht da. Das kann ich jetzt so interpretieren oder auch anders. Entweder kommen sie dahin, weil sie mich angegriffen haben, sie kommen, oder sie hätten dahin sie wären dahin gekommen, wenn sie mich nicht hätten angegriffen. Ach je, diese Logik heutzutage wieder. Wie spät ist es überhaupt? Na, ich hab noch ein bisschen. Ich könnte einfach mal so einen Schnitt machen, bevor mir hier alles abschmiert. Weil, Beginn einer neuen Testkammer und ich mache einfach mal Spiel speichern.
Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Hello, welcome to the CNCast. I'm Herbie, and I hope you like this video. You can click on the annotation in the upper right corner to see the next recommended video. Or, if you haven't done it yet, you can click on the secret subscribe button down here to stay tuned with our latest videos. You can also follow us on Facebook or visit our website. The links can be found in the description. Hope to see you around. Bye!